Joho ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, nachdem wir ja kein Feuerzeug dabei hatten, müssen wir also noch einmal zurück, um unser Portal in die Hölle zu entzünden. Oder aber wir gucken, ob wir hier haben wir doch ein bisschen Kies, ob wir einen Flintstone finden und wenn wir uns ein bisschen runterbuddeln, ob wir vielleicht auch ein bisschen, ob wir vielleicht auch ein kleines bisschen Eisen finden. Wir haben genug Bruchstein dabei, wir haben zwar keine Kohle dabei, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir uns runterbuddeln, werden wir schon welche finden. Ach, wisst ihr was, nachdem das jetzt auch so diesig ist und ich da kaum was am Horizont erkennen kann, würde ich fast vorschlagen, wir gehen hier mal runter. Wo haben wir? Ach, Schaufel habe ich ja schon in der Hand. Dann machen wir hier mal einen Tunnel hinunter. Oh, da ist schon Ende, da müssen wir wieder... Wir haben gar keine Spitzhacke. Wir haben nur die gute aus Diamant. Das muss ja nicht sein, ne? So, also hier hin damit. Und nachdem unser Boot schon so oft kaputt gegangen ist und wir jetzt schon so viele Sticks jetzt alleine durch zerstörte Boote bekommen haben. Ich glaube, ich mache mir lieber noch eine. Dum, dum, dum. So. Ja, prima. Die kann ich jetzt erstmal da oben stehen lassen. Fackeln haben wir auch ein paar noch dabei. Und dann buddeln wir uns jetzt halt eben erstmal hier ein. Hui! Was hat überhaupt hier? Ja, das ist tatsächlich immer noch ein Bruchstein. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht was anderes. Oh, und jetzt ist es momentan natürlich hell und deswegen wirkt es auch hell, aber gleich ist bestimmt nicht mehr hell. So. Ja, das ist jetzt natürlich hier so ein bisschen Strip Mining. Denn auf dem Eiland hier gab es ja ansonsten keine direkt sichtbaren Vorkommen. Wir hätten noch ins Wasser gehen können. Das gebe ich zu. Das hätten wir wohl auch noch machen können. Ins Wasser. Und es werde Licht. Danke übrigens nochmal für den Hinweis, dass nur mit den Shadern es hier auch so super hell wird, wenn man die Fackel in der Hand hat. Oder auch wenn man ins Bötchen steigt. Das ist mir überhaupt noch nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich euch nicht hätte. Wenn ich euch nicht hätte. Und zack. Ha, es gibt übrigens was, worüber wir mal reden könnten. Und zwar habe ich ja schon öfter mal, zumindest bei Guild Wars 2, die Anfrage bekommen, ob man nicht mal mit mir zusammenspielen könnte. Und bisher hatte ich ja Streaming zum Beispiel noch überhaupt nicht in Erwägung gezogen, weil meine Internetleitung bis vor kurzem ja noch absolut crap war. Ich hatte eine 6000 DSL-Leitung, die ist für Streamen sowieso überhaupt nicht geeignet und die war für den Upload der Videos auch eine... Das war echt einfach eine Qual. Es war schrecklich. Naja, aber jetzt habe ich ja eine DSL 16.000er Leitung mit einem 2.000er Upload. Nicht mit einem 1.000er Upload, wie das sonst so üblich ist. Ja, und damit könnte man durchaus auch mal streamen. Und insbesondere halt für Spiele wie Guild Wars 2. Wird da draußen eigentlich schon dunkel? Ich glaube schon. Könnte man überlegen, ob man das nicht vielleicht mal streamt, weil es euch damit die Möglichkeit gibt, auch mit mir zusammenzulaufen. Das Ganze natürlich immer so ganz leicht verzögert. Aber ich glaube schon, dass ich Spaß daran hätte. Das wäre dann eher so, ich gebe es zu, also ich würde jetzt vielleicht nicht so super wichtige Sachen streamen, so wie tötet man diesen oder jenen Boss oder irgendeine tolle Ini im Speedrun oder was auch immer. Das wäre eher so ein abendlichen, nicht nachmittaglichen. Ich kann nur abends streamen. Dann habe ich wirklich die Ruhe dafür. Gemütlicher Tagesausklang, Sofa, Quatsch, was auch immer. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Eher so ein Abhängen, Quatschen, Zocken. Und wer Bock hat, gesellt sich einfach so dazu. Das fände ich, glaube ich, ganz charmant. So ein Format. Ich glaube, das wird mir Spaß machen. Ich habe jedenfalls schon mal einen Twitch-Account erstellt und ich habe das mal so ein bisschen durchgeblickt, was man denn da eigentlich so machen muss. Ist das denn die Possibility? Ja, auf dem ganzen Weg gab es noch keinen einzigen Kohle und kein Eisen und kein gar nichts. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt.
Frustriert würde ich jetzt nicht sagen, aber erstaunt schon. Weil das finde ich jetzt schon ungewöhnlich. Aber okay. Okay. Unsere Glückssträhne kann ja nicht ewig währen. Ich höre zwar regelmäßig irgendwie Skelette in der Wand, ich habe aber keinen Bock, mich da in deren Richtung zu buddeln, weil meistens, wenn man das versucht, dann ja, ist man eine ganze Weile mit Suchen beschäftigt und bis man dann eine Höhle findet, so, vergehen viele, viele Stunden, gegebenenfalls. So, die erste Spitzhacke ist nämlich auch schon wieder fast kaputt. So, aber ihr hört das schon wieder. Ich bin schon wieder Eisen. Schon wieder ganz konfus hier. Wir könnten eben das mal in Angriff nehmen, wenn ihr Bock habt. Ich packe euch einfach mal meinen Stream in die Videobeschreibung. Ich spreche das ganze Thema vielleicht auch nochmal in der nächsten Folge Guild Wars 2 an. Weil, wie gesagt, dafür war das ganz besonders interessant jetzt. Minecraft, weiß ich nicht, wir können aber trotzdem irgendwie auch was gemeinsam bauen. Entweder hier an unserer Map oder ich fange was Neues an. Mit der letzten, mit dem letzten Hieb der Spitzhacke. Wo ist denn die andere? Ach, da ist sie. Dem letzten Hieb der Spitzhacke ist, sind wir hier durchgekommen. Uiuiui. Und ich würde behaupten, da gibt es irgendwo, ja, es ist hier überall hell. Okay, und, aber da ist Kohle. Kohle, ich sehe Kohle. Wir brauchen ja Kohle, um unsere... Und was ist da noch? Vor allen Dingen höre ich da... Diamant! Ja, wie geil, da ist Diamant. Zwei Stück untereinander. Oh, perfekt. Und noch mehr Eisen. Und noch mehr Eisen. Hammer. Was haben wir da noch? Ein bisschen Redstone. Und das alles unter diesem kleinen Eiland. Wie schön. So, ich mache das mal hier so zu. Nicht, dass wir da so rein stolpern und uns dann verbrennen. Das wäre nicht so toll. Das hat jetzt alles zu. Oh, ich mache das mal lieber nur so. Nicht, dass gleich hier irgendein Creeper vorbeikommt. Ich finde nämlich... Ach, da unten ist einer. Tatsache. Der guckt mich schon so hungrig an. Kann denn der hier einfach nicht hochkommen? Na du, kleines... Creeper-Schweinchen. Verdorri. So. Regia, bleib erstmal schön hier. Und dann machst du mal schön die Shader aus. Non. Don. Fertig. So. Und jetzt werden wir hoffentlich jetzt nicht so übel überrascht hier von irgendetwas, was hier rumzischt oder rumbrüllt. So. Wo haben wir ihn denn? Oh, da unten. Da unten. Hallo. Oh, jetzt geht er schwimmen. Na komm schon, hab ich dich erwischt? Tatsache. Ah, da hinten steht auch noch einer. Das ist hier eine... Okay. Er hat's versucht bis zu mir durch... Oh, da ist noch ein Diamant. Mann! Wie geil. Ach, wie schön, dass wir uns hier runtergebuddelt haben. Und nicht, wow. Das ist ja sehr, sehr gut, dass das Ganze hier so geflutet ist. Wie schön. Ja, so, jetzt wäre ich da fast runtergestürzt, ne? Ist ja klar. Gut, wir nehmen erstmal mit. Oh, Gold kann ich hier wahrscheinlich gar nicht mit einer Steinspitzhacke abernten, oder? Okay. Erstes Ziel ist aber auch, hier die Kohle mitzunehmen. Damit wir uns dann gleich oben einen Ofen bauen und... Ich höre schon die ganze Zeit irgendwelche Sachen hier. Wahrscheinlich ist es aber nur die Lava, die hier rumgluckert und überhaupt gar kein Bösewicht. So. Zack. Und ja, den Rest lassen wir jetzt erstmal stehen. Prima. Da müssen wir aber schon noch runter, finde ich. Erstens ist da noch ein bisschen Eisen. Und hier sind die Diamanten. Yeah. Drei sogar. Och, was haben wir Glück. Vier sogar. Fünf sogar. Mann, sechs sogar. Oh. Jetzt bin ich höchst befriedigt. Wegen unseres kleinen Trips hier. Jetzt haben wir noch meine Waffe kaputt. Na gut. So. Wegen unseres kleinen Trips hier. Oh, mal gucken, wie viel da jetzt noch ist. Da vorne. So, ich mache das hier mal ein bisschen so breiter. Nicht, dass ich hier versehentlich gleich bei irgendeinem Fluchtversuch hier blöd in die Lava springe. Wir machen das auch am besten so. So,
und so. Genau, das ist breit genug. Darauf kann Redger sich bewegen, ohne sich gleich die Pfoten zu verbrennen. So, wer steht denn da hinten? Ich sehe da doch was. Ah, Creeper. Okay, Taktik. Eins. Oh. Eins, zwei. Ah, super. Gut, hat geklappt. Da ist auch noch eine Spinne, ne? Hm. Bleib du einfach da, Spinne, okay? Ich nehme hier nur die... Oh Gott. Hier sind auch noch mehr. Drei. Vier. Fünf. Sechs, sieben. Waren das jetzt sieben? Ich glaube schon, ne? Hammer. Wie viel haben wir jetzt hier bekommen? 14 Diamanten. Oh. Bin ich lucky, lucky, lucky. Okay, ich nehme hier auch noch was mit. Okay, das wohl nicht. Dann eben das hier. Wollen wir nicht verkommen lassen hier, ne? Wobei, ich muss sagen, wir haben ja später dann auch noch das Netherportal und können ja auch direkt hierher kommen. Ne? Dann nehmen wir uns einfach gleich die richtigen Materialien mit. So, super. Und das Gold können wir jetzt hier auch noch mitnehmen, ne? Und schwupp. Ach ja, und Flintstone brauchen wir auch. Also nehmen wir hier auch noch was mit. Komm schon, irgendwo wird schon einer abfallen. Da ist schon einer rausgepoppt. Hui, und noch einer. Perfekt. Zwei Stück finde ich schon mal super. Oh, das finde ich nicht so super. Hallo? Sie da unten? Ups. Scheiße. Okay. Glücklicherweise hatte der nicht gesehen, dass er hier hochkommen könnte. So. Oh, und noch hier was. Das nehme ich auch noch mit. So, wie machen wir das am besten? Am besten irgendwie so, dass das hier nicht runterfällt. All den schönen Lapislazuli. Und pack. Yay. Super. Das könnte ich auch noch alles mitnehmen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich werde schon wieder unternehmungslustig hier. Mhm, da ist auch noch eine kleine Höhle. Aber hier ist bestimmt... Oh, ah, ich habe mich von dem Gold erschreckt. Ich dachte, das ist ein gelber Creeper, der hier in der Ecke steht. Okay. Ja, sehr gut. Okay. Du böser, böser Creeper. Ich bin voll, hä? Oh, das ist aber schlecht. Dann schmeißen wir mal das hier weg, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ach, wobei, das ist jetzt auch nicht so, dass der Kracher-Loot hier an die sieht. Nachdem wir immer noch nicht wissen, was wir damit so wirklich anstellen wollen. Naja, egal. Egal, Karl, wir haben jetzt 9 Eisen, die reichen auf jeden Fall für unseren Feuerstein. So, es geht dann für uns jetzt wieder hier nach oben. Schwuppdiwuppdiwupp. Ach so, ah, okay, hier ist das jetzt, haha. Na gut, so, wir müssen hier nach oben. Draußen scheint es auch hell zu sein, oder? Es kann aber auch einfach nur der blaue Nachthimmel sein, weil ohne Shader, die machen wir gleich natürlich wieder an. Ohne, wobei brauchen wir gar nicht, weil wenn wir erstmal unser Feuerzeug haben, dann gehen wir ja direkt durch den Nether. Na, Sterne am Himmel oder blauer Himmel? Blauer Himmel! Super! Oh, die Sonne ist auch gerade erst aufgegangen. Wie schön. Wie schön! So, in unserer Workbench machen wir erstmal ein Öfelchen. Ein Öfelchen. Und wir schmeißen mal hier weg die Kartoffel. Wo habe ich denn die Kartoffel her? Hat die irgendeiner gedroppt? Das ist ja cool. So. Da haben wir das Öfelchen. In das Öfelchen packen wir jetzt das Gödelchen rein. Und in das Öfelchen packen wir noch die Erzelchen rein. Prima. Und jetzt heißt es nur noch warten. Hui, hui. Und irgendwann bist du da hinten dran. Diese Luftlöcher hier im Wasser, die scheinen ja wirklich irgendwie immer zu dritt oder zu viert aufzutauchen, ne? Da vorne sind 3 und da hinten sind 3 und da hinten hinter dem Tempel sind auch 3
Und ich glaube, jedes Mal, wenn wir welche gefunden haben, dann waren es immer drei. Ach, hier vorne sind wahrscheinlich drei. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wären es drei. Ist ja irre. Können wir mal eine rohe Kartoffel essen. Die gibt ja nur einen halben Sättigung. Das ist nicht so toll. So, prima. Fünf Barren reichen schon. Mehr als einen brauchen wir schließlich nicht. Bäm, da ist er, unser Feuerstein. Und Scheiße. Wenn man das Eisen in der Hand geht, geht das auch nicht. Also nochmal, Tusch bitte. Super. Gut, dass wir uns da eigentlich runtergebuddelt haben, oder? Weil jetzt haben wir noch mehr Cobblestone. Und falls wir, wie gesagt, doof stehen. So, aber wir machen uns noch ein bisschen Spitzhacken. Wir können die ja jetzt auch sogar aus Eisen machen. Weil wir uns jetzt sicherlich im Nether auch noch ein bisschen durch die Gegend buddeln müssen, ne? Okay. Soll ich mir hier eine Truhe machen für das ganze Zeug, was ich jetzt hier gerade nicht so gut mit mir rumschleppen kann? Wir brauchen ja eh kein Brot mehr, ne? So. Schmeißen wir das mal eben so lang weg. Stellen wir noch daneben. So. Also Gold brauche ich gerade nicht. Was passiert, wenn man im Nether Wasser auskippt? Geht das überhaupt oder explodiert man dann? Ich weiß, wenn man sich im Nether ins Bett legt, dann explodiert man. Es sei denn natürlich, das ist auch schon längst wieder anders. Das bräuchte ich und das bräuchte ich und das bräuchte ich. Oh, und dieses auch nicht. Was mit dem Rest? Wollen wir den Rest behalten, weil wir den zu Hause wieder irgendwie wegpacken wollen? Oh, Eisenschwert. Ich würde behaupten, wir machen uns nochmal ein Eisenschwert, weil das, was wir gerade haben, ist fast kaputt. Wir haben zwar noch irgendein gedropptes Gummischwert hier aus Stein. So, prima. Ich würde sagen, wir sind gerüstet. Und dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier nach Hause kommen. Hopp.